Hallo Leute, heute soll es um den Entrückungszeitpunkt gehen. Dabei sehen wir uns ganz besonders die Vorentrückungslehre an. Und bevor ich aber mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich erst noch so eine Art Hintergrundinformation, die vor kurzem ein Bruder hochgeladen hat, auf seinen Kanal widerlegen. Hierbei geht es um den messianischen Juden Arnold Fruchtenbaum. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eigentlich schon davor warnen, Lehren von messianischen Juden zu ernst nehmen, denn sie wurden von Kindheit auf gegen Christus und gegen Christen erzogen. Also wurde richtig ihnen in das Hirn rein gedroschen sozusagen. Und dass man sowas nicht mehr rückstandslos losbekommt, ist irgendwie verständlich. So steht zum Beispiel im babylonischen Talmud, dass Jesus in der Hölle brennt und kocht in seinen eigenen Fäkalien. Das kommt von dem Ausspruch, was er lassen hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, und darum kocht er in seinen eigenen Fäkalien in der Hölle. In dem Zusammenhang hat der Bruder den Namen, was will ich jetzt nicht erwähnen, jeder, der ihn kennt, der kennt dann auch seine Stimme und weiß, worum, um wen es geht, hat auch eine Website das letzte Mal vorgeschlagen. Seine Lehren wären auch immer gefährlich, und zwar World Wide Wings. Das ist aber eine Hebrew Roots Webseite. Das hat vor längerer Zeit schon der Zeitzeuge aufgedeckt, in dem Video Zusammenhänge erkennen. Ich werde euch das Video in der Videobeschreibung verlinken. Also man muss dann jetzt immer vorsichtiger werden bei verschiedenen Lehren, die einst einmal ganz okay waren. Ich spiele euch jetzt mal die MP3 ein und werde dann darauf antworten. Denn er erwartet, dass die Leser wissen, was er damit meint. Now here's what the Corinthians could not do. Aber dazu waren die Korinther nicht in der Lage. When they got this letter from Paul, als sie diesen Brief des Paulus bekamen, and came to verse 52, und dann den Vers 52 lasen, and read about the last trump, und über die letzte Posaune und diesen das lasen über die letzte Posaune, here's what they could not do. Konnten sie das nicht nachvollziehen, wann das sein wird. They could not ask, now what does Paul mean by the last trump? Und sie konnten ihn jetzt nicht mehr fragen, was er denn damit eigentlich meint, mit dieser letzten Posaune. Then pull out the book of Revelation. Und dann eben das Buch der Offenbarung daneben legen. Turn to chapter 11. Das Kapitel 11 aufschlagen. And say, this must be what Paul meant by the last trump. Und sagen, ja, das muss das sein, was Paulus unter der letzten Posaune versteht. They couldn't. Relativ viel drin, deswegen war es mir auch wichtig, einige Notizen zu machen, die wir jetzt noch kurz nochmal durchgehen. Also er bespricht nochmal die Modelle, die es so gibt, und da ist es bei vielen vertreten, dass man sagt, die siebte Posaune, ja, das muss ja dann die siebte Posaune der Posaunengerichte der Offenbarung sein, also in der Mitte der Drangsalzeit, und einige verlegen sogar ans Ende der Drangsalzeit. Aber Paulus spricht also nicht von irgendeiner letzten Posaune, er benennt sie die bestimmte letzte Posaune. Er unterstellt also, dass die Leser wissen, wovon er spricht. Die Offenbarung war zu dem Zeit aber noch nicht geschrieben. Jetzt weiß ich, dass einige argumentieren, ja, das kann ja kein Problem sein, Gott weiß ja alles im Voraus und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber bitte nochmal, wenn Paulus der Gemeinde von Korinth einen Brief schreibt und er schreibt da rein, er schreibt den Korinthern, dass es um die letzte Posaune geht, dann erwartet er, dass Korinth weiß, was denn die letzte Posaune ist. Und sind nicht unbedingt auf das Buch der Offenbarung angewiesen, was erst 30 Jahre später erscheint. Ja? So, vorneweg, es wurde zwar zugegeben, aber sicherheitshalber möchte ich das noch einfügen, dass die Aposteln möglicherweise keine Propheten waren oder nicht gewusst haben, was in der Zukunft geschieht. Man, glaube ich, ist für jeden, der die Bibel ernst nimmt, ohnehin Blödsinn, denn es ist ja im Neuen Testament so viel Neues, was vorher nicht gegeben hat, und das ist eben durch die Prophetie entstanden. Aber will ich noch verweisen auf 2. Korinther 12, Vers 2. Und zwar redet der Paulus von jemandem, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel entrückt wurde und da eben Worte gehört an, die Menschen nie aussprechen dürfen, so ungefähr hat das gebracht. Erst sagt er, dass
weil er sich demütig zeigen will, dass das ein anderer war. Also er sagt da keinen bestimmten, sondern er kennt einen Menschen in Christus. Aber später dann in Vers 5, 6 wird es dann klar, dass er von sich selbst redet, dass er selbst entrückt wurde in den dritten Himmel. Der Text ist eingeblendet, bitte liest ihn euch selbst durch. In weiterer Folge hat der Fruchtenbaum auch noch gesagt, dass ja Paulus dortmals verfolgt wurde. Ja, das wurde ja im Prinzip die ganze Zeit. Aber das schauen wir uns jetzt genau an in Apostelgeschichte 18, denn Paulus hatte eigentlich drei bzw. vier Missionsreisen. Die erste, die war eigentlich nur eine kurze, die ging über Tarsus nicht recht weit hinaus, so eine Schulungsrunde sozusagen. Die zweite und die dritte, es waren dann auch wirklich lange, da war er auch beide Male in Korinth für längere Zeit und die vierte ging er dann nach Rom, ne, wo er dann nie wieder zurückkam. Und in Apostelgeschichte 18 wird er von dieser ersten Reise berichtet, im Vers 1 eben, dann habe ich reingeschrieben, dass man ihm lesen kann, dass er verließ Athen und ging nach Korinth. Und dann findet man, was er so in Korinth gemacht hat. In Vers 11 erfahren wir dann auch, wie lange er geblieben ist. Und er blieb nämlich 1 Jahr und 6 Monate. So, und in 1,5 Jahren soll dann nie über die Entrückung geredet worden sein, was ich für einen totalen Schwachsinn halte. Denn ganz ehrlich, das ist das begehrteste Thema. Ich hatte den Kanal noch keine 2-3 Monaten kommen, kamen die ersten Fragen schon über die Endzeit, über die Entrückung, wie wird sein, wer ist der Antichrist. Und auch die Aposteln in Matthäus 24 war das ein brandheißes Thema. Also kann man sehr wohl davon ausgehen, dass die Korinther wussten, wovon Paulus spricht. Im ersten Korintherbrief im Abschied kann man auch lesen, dass Paulus ja vorhatte, was er dann auch gemacht hat, ein zweites Mal nach Korinth zu gehen, wo er dann ja auch gesagt hat, er will nicht nur kurz vorbeischauen, er will länger bleiben, er will auch überwintern. Schon von daher ist diese Behauptung zur Gänze widerlegt und absolut unbiblisch. Von der Verfolgung, von der Fruchtenbaum hier redet, können wir in Vers 14, 15 lesen. Da ging es einfach wieder um eine Lehre, die denen Juden da nicht gepasst hat. War ja die neue Lehre von Christus und da haben sie ihn angeklagt. Und da war er auch vor Gericht und er wurde ihm auch freigesprochen, denn es steht im Vers 15 auch, ne? weil es ja nur um eine Streitfrage über die Lehre ging und nicht um irgendwas, was gegen Gesetz verstoßen hat, hat dem Paulus freigesprochen. Dasselbe ist ja nochmal passiert in Rom und in Jerusalem ist dasselbe auch nochmal passiert. Also für Verfolgung kann man da überhaupt nicht reden, sondern es war einfach die Streitereien, die Angriffe, die er ihm laufend auf seine Missionsreisen ausgesetzt war. Es ist schon eigenartig, auf welche Theorien Leute zurückgreifen, teilweise unbiblische, nur um ihre Lehre oder falsche Lehre, wie sie sich bezeichnen, zu bestätigen. Wie eben auch Roger Libby, der ja gleich was Außerbiblisches reinholt, nämlich die drei Posaunen des römischen Heeres, wo er aber allerdings ohnehin auch von Theologen Angriffe geerntet hat. So hat ja zum Beispiel Lothar Gassmann in seinem Video Wann ist die Entrückung? Ihn öffentlich gerügt, dass das eine Schandtat ist, etwas Außerbiblisches reinzuholen, um eine Lehre zu bestätigen. Während die ganz normale Mittel- bzw. Nachentrückung alles biblisch begründet ist, da gibt es nicht verschiedene Theorien hin und her, sondern da ist alles faktenbasiert. Und ja, schauen wir jetzt weiter. Die Vorentrückungslehre basiert hauptsächlich auf eigentlich drei Versen. Das ist Offenbarung 3,10, Offenbarung 4,1 und 2. Thessalonicher 2,7. Um das auch wirklich verständlich und glaubhaft widerlegen zu können, müssen wir auch in den Grundtext gehen. Denn so zum Beispiel steht bei Offenbarung 3,10, wenn du das Wort meines standhaften Ausharrens auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf dem Erdkreis wohnen. Hier wird gesagt, dass eben hier steht ja vor der Stunde der Versuchung. So wird ihm so ausgelegt, dass man in die Drangsal gar nicht hineinkommt. Nur, das ist damit auch gar nicht gesagt.
Das Altgriechisch ist eine sehr komplexe Sprache, die hauptsächlich über Bedeutungen artikuliert wird. Dazu müssen wir uns jetzt mal drei Begriffe, die uns immer wieder begleiten werden, in diesem Zusammenhang genau ansehen. Und zwar das, was in Offenbarung 3,10 als vor an dieser Stelle übersetzt wird, ist Eck. Eck hat die Bedeutung aus etwas heraus, immer in eine Richtung. Also du kommst aus einer Ortschaft heraus, einer Situation heraus oder wie auch immer. Es ist immer von etwas heraus weg. Dagegen, das Gegenteil ist davon, das griechische Wort eis, das, was immer in etwas hineingeht. Paulus geht nach Rom hinein oder man kommt in einer Situation hinein. Es ist einfach das Gegenteil von Eck von der Bedeutung her. Das dritte Wort, was uns auch noch beschäftigen wird, ist apo. Denn apo, das ist hauptsächlich wirklich die Bedeutung vor oder von etwas bewahren. Da ist immer gemeint, du kommst gar nie in die Ortschaft oder in die Situation oder was kommst du gar nicht hinein. Du wirst von dem Ganzen bewahrt. Also eine klare räumliche Trennung. Das ist mal das, was man wissen sollte, um das Ganze genau zu verstehen. Und ich werde auch mit weiteren Beispielen kommen. Wir werden uns alle drei ansehen anhand von Beispielen, aber beginnen wir mit unserem Wort, eben mit dem Wort, mit der Approbation oder wie es heißt, mit dem Wort Eck. In Römer 9,24 können wir lesen, als solche hat er auch uns berufen, nicht alleine aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Also immer das Blaue ist eben das Wort Eck. Ne? Römer 4,24, sondern auch um unseretwillen, denn es angerechnet werden soll, wenn wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus dem Tod aufgeweckt hat. Immer auch hier wieder Jesus Christus Eck aus dem Tod aufgeweckt hat. In Matthäus 2,6 haben wir auch noch: Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus, also als Eck, aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der sein Volk Israel weiden wird. Also Jesus Christus kommt aus Bethlehem hervor. Wenn man sich die Konkordanz im Griechischen anschaut, also wo alle Wörter, die da vorkommen, im Griechischen übrigens das Wort Eck, wie oft kommt das vor? Das kommt 400, also es wird 443 Mal mit aus übersetzt, 299 Mal mit dem Wort von, 28 Mal mit dem Wort vom und nur zweimal wird es mit vor übersetzt, und zwar in unseren Vers, in Offenbarung 3,10 und in Johannes 17,15. In Johannes 17,15, da geht es um das Gebet, was Jesus zum Vater spricht. Er sagt, ich will nicht, dass du sie aus dieser Welt wegnimmst, aber bewahre sie vor dem Bösen. Und da vor dem Bösen ist das auch mit dem Eck übersetzt. Und das hat eben ganz einen tiefen Hintergrund. Denn wir wissen es ja, dass Johannes 17,15 ist ja schon Vergangenheit. Das haben wir ja gesehen. Die Aposteln sind ja nicht jetzt vor Schlägen oder Verfolgung oder Sonstiges bewahrt worden. Wir wissen ja, dass sie alle, bis auf Johannes, alle Märtyrer waren. Eben darum wird auch Eck hergenommen, wird nämlich die Bewahrung, dass man fällt im Glauben. Davor wird man bewahrt. Darum, wie gesagt, wird das auch nur zweimal an dieser Stelle so übersetzt. Man muss dann schon viel Fantasie und vor allem einen gewissen Drang haben, um das dann so zum Auslegen, dass man da gar nicht in die Situation reinkommt. Hier im nächsten Beispiel werden wir uns das Wort es anschauen, immer hier grün markiert. Ich habe da auch andere, die mit gleich übersetzt wurden, aber andere griechische Namen sind hineingeschrieben, dass man auch erkennt, dass es von der Bedeutung hier ein Unterschied ist. Zum Beispiel mit unserem Wörtchen es hier kann man geht es immer nach einem Ort, also geht es immer wo hinein in einen Ort, während die anderen nach, das eine eben ist eine Zeit mit einem Ereignis, das rote und das blaue ist eben nur eine Zeit, nach einer Zeit. Lesen wir uns den Text, Apostelgeschichte 28,13. Und von dort
segelten wir um die Küste herum und kamen nach Reggio. Und da nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Puteoli 14. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Also wie gesagt, es geht immer irgendwo hin, in eine Situation oder in eine Ortschaft. Markus 2,1. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, naja, wie es weitergeht, ist ja dann nicht so interessant, sondern um unsere Begrifflichkeiten. Also wieder, es immer nach irgendwo hin, Eck, aus was heraus. Und jetzt werden wir uns das Wort, was eigentlich richtigerweise dann in 3,10 stehen müssten, an, und zwar Apo. Hier blau markiert, Apo, Matthäus 6,13, und für uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Da wir in Versuchung führen, haben wir auch wieder das Wort es. Immer wo hineinführen. Im Gegensatz zum Beispiel in Römer 15,31, wo wir vor den Ungläubigen, also bewahren vor den Ungläubigen, die aber in Judas sind, wird wieder ein anderes Wort, das en, benutzt. Lesen wir uns aber jetzt noch Matthäus 7,15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also hier wird auch wieder, hütet euch vor, also dass ihr gar nicht in die Situation kommt. Das ist eigentlich das Wichtige beim Wort Apo. Wie gesagt, Römer 15,30, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und die, dass sie meinen Dienst in Jerusalem, den Heiligen, annimmt. Ja, das hat Apostel gesprochen, dass er gar nicht in die Situation kommt zu den ungläubigen Juden. Da wird wieder das Wort Apo verwendet. Wie gesagt, und die schon drinnen sind, die Juden, wird eben wieder ein ganz anderes Wort verwendet. Also schon von der ganzen Übersetzung her, von der ganzen Grammatik her, wird es klar, dass diese Wörter eine Bedeutung haben, wie ich sie am Anfang gezeigt habe. Echo, aus was heraus, es in was hinein und apo gar nicht da reinkommen. Eine klare Abtrennung. Und somit kommen wir dann zu unserem Vers zurück. So, jetzt könnte man natürlich, oder wäre vielleicht auch richtiger übersetzt, wenn man jetzt Offenbarung 3,10 liest, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, worauf jetzt bewahren nicht aufschreiben und einstecken bedeutet, sondern auch wirklich tun, das ist ein Wort tun, werde auch ich dich bewahren aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Wir haben, es wird dann gleich im nächsten Vers auch gesagt von Jesus, Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone nimmt. Wer im Vers 12, wer überwindet, den will ich zur Säule im Tempel Gottes machen. Wäre nicht notwendig, wenn wir gar nicht da wären. Es sagt auch 2. Petrus 2,9 ganz deutlich, worum es geht. Denn hier heißt es, so weist der Herr die Gottesfürchtigen aus, hier steht ihm auch wieder Eck, aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das ist eigentlich ein Parallelvers von Offenbarung 3,10. Müsste eigentlich total klar sein. Der nächste Vers, der hergenommen wird, ist Offenbarung 4,1. Da glaube ich, brauche ich nicht allzu viel sagen, denn schon der Text alleine zeigt die wahre Bedeutung. Hier wird nämlich mit Johannes gesprochen und da steht, nach diesen schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in den Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir redete, gehört hat, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier geht es ganz einfach von Johannes, ein Perspektivewechsel vom Irdischen ins Himmlische, und ist auch nur eine Aufforderung, damit ihm der Engel zeigen kann, was danach passiert, ist auch nur eine Aufforderung, für Johannes und natürlich auch für jeden, der die Offenbarung liest, damit er die Bedeutung auch verstehen kann, eben dass er das Ganze aus einem geistigen, himmlischen Sinn sieht und nicht aus der menschlich-irdischen Perspektive. Die dritte und letzte Stelle ist 2. Thessalonicher 2,
zwar die Verse 6 bis 8. Ganz interessant wird für uns der heller geschriebene Vers 7. Lesen wir es mal, was hier steht. Und wir wissen ja, was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und durch das Erscheinen seiner Wiederkunft beseitigen wird. Jetzt schon jetzt habe ich für Vers 7 so eine Interlinear gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da beneide ich die Bibelübersetzer überhaupt nicht, denn ich habe mir schon einige Stellen im griechischen Urtext angeschaut und so beschissen, wie diese Stelle zu übersetzen ist, kenne ich kaum eine andere. Aber was steht hier jetzt in griechisch Wort für Wort? Dass den Geheimnis schon wirkt, der Gesetzlosigkeit, nur der einschränkt oder hemmt oder auch zurückhält, das kann man jetzt verschieden übersetzen. Das ist, wie gesagt, griechisch ist eher das Sinngemäße. Jetzt noch bis aus Mitte geworden ist oder entsteht oder hervorgeht. Wie gesagt, das ist wieder so eine Sinnübersetzung. Und wenn man liest, dass im 2. Thessalonicher 2, dass hier die ganze Zeit um einen Antichrist geht, glaube ich, ist das schon ein bisschen Interpretationssache, wenn ich hier den Heiligen Geist hineininterpretiere. Vor allem, hier steht nirgends, dass der aus dem Weg sein muss. Die tatsächliche Bedeutung, was ich denke, muss jetzt nicht stimmen, aber was ich denke, dass die Einschränken, Hemmen eher die Gemeinde ist, die Gläubigen und auch vielleicht die Schrift, und dass der aus der Mitte hervorgeht, der Antichrist geht ja aus der Mitte hervor, und dass der auch, dass der keineswegs Atheist sein muss, dass der vielleicht auch einen Glauben vertritt, dass der vielleicht auch ein Theist ist. Und vor allem, wenn man sich die Auslegung vom Antichristen von einigen Bibelauslegern ansieht, sollte er auch einen jüdischen Hintergrund haben, damit der von den Juden anerkannt wird, dass er sich überhaupt in den Tempel setzen kann. Einige legen ja das auch aus, dass er vom Stamm Benjamin kommen soll, aber das ist jetzt zu weit. Auf jeden Fall würde ich sagen, man kann die Stelle jetzt nicht hernehmen, dass man die Vorentrückung bestätigen will, dass es zwangsläufig um einen Heiligen Geist geht und dass der aus dem Weg sein muss. Wie gesagt, das steht im griechischen Kontext an keiner Stelle, ist schwierig zum Übersetzen, keine Frage, lässt auch verschiedene Varianten offen. Aber wie gesagt, ich denke einfach, weil vorher, nachher die ganze Zeit vom Antichrist die Rede ist, dass es hier ebenfalls um den Antichrist geht und dass der kommt aus der Mitte hervor, die zurückhalten, die hemmen, die einschränken, was eben für mich noch die echten Gläubigen sind, also nicht die Lippenbekenner, sondern die echten Gläubigen. Und dass der Heilige Geist weg sein muss, dass das ein Blödsinn ist, das kann man auch in Offenbarung 11, 10 lesen, aber auch an anderen Stellen. Hier steht, hier geht es um die zwei Propheten, Endzeitpropheten, und die auf der Erde wohnten, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält haben, die auf der Erde wohnen. Und nach 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott zu ihnen und sie stellten sich auf die Füße und eine große Furcht überfiel die welchen sie sahen. Für den Geist des Lebens aus Gott wird hier im Griechischen das Wort Ruach genommen, was immer eine Übersetzung für den Heiligen Geist ist. Und der Heilige Geist war von 1. Mose 1 da und wird bis am Schluss da sein. Wir können auch in den tausendjährigen Reich, Joel 3, also vor dem tausendjährigen Reich, Joel 3, man kann so viele Stellen lesen, wo der Heilige Geist auch später noch wirksam ist. Also diese Theorie, dass der Heilige Geist aus dem Weg sein muss, ist einfach wirklich auch nur wieder eine Verlegenheitstheorie. Nachdem wir die drei Bibelstellen für die Vorentrückung genauer unter die Lupe genommen haben und sagen können, ja, können wir verwerfen, haben mit der Vorentrückung absolut nichts zu tun, wollen wir uns doch mal anschauen, wie es ausschaut mit der Entrückung in der Mitte der Transal, so wie ich es zum Beispiel eben glaube. Dass es eine Entrückung geben wird, ist ganz klar. Das finden wir schon im
1. Thessalonicher 4, Verse 15, 16, 17. Und dann hier 1. Korinther 15, der ist ein bisschen genauer. Da gibt dann Aufschluss auch über die Zeit, wann es sein wird. Und zwar die Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das sollte man sich auch merken. Ein Geheimnis, das Geheimnis der Gemeinde der Entrückung. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einen Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Drei Punkte hier, ein Faktum, was ist, wie gesagt, dass es ein Geheimnis ist, die Gemeinde. Zweitens, dass es die letzte Posaune ist. Und drittens, dass die Entrückung gleichzeitig ist mit den Auferstehenden, die im Christi gestorben sind, also dass das ein Ereignis ist. Offenbarung 10 ab Vers 5 finden wir schon eine Antwort, das ist so eine Art Vorankündigung. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in dem Tag der Stimme des siebten Engels, der, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis, die Gemeinde Gottes, vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Heilsbotschaft, Evangelium, und hier werden die Knechte, die Aposteln, auch die Propheten genannt. So ein Kapitel später wird dann geschieht dann das, was in Offenbarung 10,5 angekündigt wurde. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel und die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unseren Herrn und seinen Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier passiert tatsächlich was. Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, o Gott, du Allmächtiger, der du bist, der du warst und der du kommst, da du deine große Macht an dich genommen hast und die Königsherrschaft angetreten hast. Also hier tritt der Herr seine Herrschaft an. Das, was hier braun steht und der du kommst, ist im Neste-Allan-Text komplett weg. Wie zu den anderen Versen, wo es eben heißt, wo dasselbe steht, wer, der du bist, der du warst und der du kommen wirst, steht da meistens. Hier steht, der du kommst. Aber wie gesagt, im Neste-Allan ist das komplett weg. Da steht nur, wer du bist, der du warst, dass du deine große Macht angenommen hast und deine Herrschaft angetreten hast. Vers 18, die Heidenvölker sind zornig geworden und sein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass die, deine Knechte, die Propheten, den Lohn gibst und denen Heiligen und denen, die deinen Namen fürchteten, den Kleinen und den Großen und dass du verdirbst, welche die auf der Erde verderben und der Tempel des Himmels wurde geöffnet. Also hier ist die Entrückung und wir sind ja gefeit. Also wir sind nicht geschaffen vor Gottes Zorn, darum ist auch hier die Entrückung, denn danach, nach den sieben Posaunen, kommen ja die Zornschalen Gottes, steht ja auch hier, dass die dann gerichtet werden, die auf Erden sind und die seinen Namen bewahrt haben, eben ihren Lohn erhalten. Offenbarung 20,4 soll dann auch nochmal Klarheit reinbringen. Und zwar heißt es, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen, deren, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und das Wort Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet haben, noch sein Bild, noch das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, der Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ich denke, klarer geht es hier nicht.
wenn hier geschrieben wird, die ihm von die kommen ja von der Transal, die enthauptet wurden, die das Tier nicht angebetet haben, die das Mahlzeichen nicht angenommen haben, weder auf die Stirn noch auf ihre Hand, denn wäre, gäbe es eine Vorentrückung, und da liegt ja auch die Gefahr, dann hätte man gar nicht die Möglichkeit gehabt, das Bildnis anzubeten oder das Mahlzeichen anzunehmen, denn man wäre ja vorher schon entrückt worden. Aber das widerspricht einfach komplett der Bibel. Und dass es hier tatsächlich auch um die Entrückung geht, findet man eben auch in Vers 5 und 6, wo es eben heißt, und die Toten wurden lebendig. Das ist die erste Auferstehung, weil es gibt im Großen und Ganzen zwei Auferstehungen. Die erste sind die, die in Christus gestorben sind, bei der Entrückung. Und die zweiten sind dann nach, die zweite Auferstehung ist dann nach den 1000 Jahren, was das große dann das endgültige Gericht ist, nicht das Preisgericht jetzt für die Christen, sondern das endgültige Gericht. Nun, also wenn man jetzt rein von der Schrift her geht, und das sollte eigentlich jeder Christ und nicht nach irgendwelchen Theologen und deren Auslegung, dann muss man einfach sagen, Vorentrückung ist ein Absurdum, die Mittelentrückung ist der zutreffendste überhaupt. Mit der Nachentrückung, okay, kann man auch noch biblisch belegen, aber die Vorentrückung ist totaler Blödsinn. So, wünsche ich euch Gottes Segen und ich empfehle euch noch, das Video von mir anzusehen. Endzeitverführung UDH, also Unverlierbarkeit des Heils.